Ja, willkommen zurück. Ich habe mir das Looten für diese Folge aufbewahrt, aufgespart, wie auch immer. Ich nehme Karlach und Schattenherz und verteile jetzt alles, was hier rumliegt, auf die beiden. Und wir sortieren das später auch aus, aber ich glaube, das meiste ist einfach nur zum Verkaufen. Ja, das ist nicht so der bewältigende Loot. Und die Tiere dürften gar nichts haben. Genau. Ich habe keine Ahnung. Haben wir hier oben noch jemanden? Überladen. So. Essen kommt direkt ans Lager. Die Alchemie-Sachen nehme ich. Die Fackeln kann sie eigentlich gerade wieder fallen lassen. Das Steinchen nehme ich auch. Das kann ich gerade noch tragen. Du bist immer noch beladen. Bisschen was dir geben. So, Schattenherz. Du darfst den Rest mitnehmen. Die Dogge hat, glaube ich, auch nicht wirklich was. Nö. Ein Brief. Ein Rucksack, der ist leer. Ein Buch. Ein Zelot. Oh, frischen Fisch. So, das sieht ganz gut aus. Alles leer, bis auf so ein paar Tiere, wo es nichts drin ist. Und ihr Hafner hier vorne. So, dann müssen wir noch jemanden finden, der uns das alles abkauft. Der genug Geld noch hat. Ja, und hier oben sind die Schattenreste. A faded memory of a boy and girl sharing their first kiss. Your own heart almost flutters in tune with theirs. Desperate prayers to Saluna echoing from the past. They did not save him. Thoughts of baby names. She did not wish for her firstborn to be named after her mother-in-law. Mildred. Ugh. Ja, das möchte wirklich keiner. You glimpse a young harper on the eve of battle against Thorm long ago. He and his comrades toast each other in last light. You can almost feel the heat from the forge. This one was once a blacksmith. Immer so traurig. So, dann schauen wir mal, was hier noch in dem Haufen Schutt ist und Erde. Okay. Na gut. Also, es war viel, aber nichts wirklich Besonderes. Und wobei, wir hatten einen Brief und ein Buch. Das können wir uns doch mal angucken. Das hier kommt in den Alchemiebeutel, das automatisch da verwertet wird. Wenn ich diesen hier mache. Wenn ich den denn mal mache. Ein überlegener Heiltrank. Her damit. So, wer hatte denn Schattenherz hat den Brief und das Buch eingesammelt? Ihre Liebe dazu war wie eine Pflaume. Das klingt so bescheuert, das muss gut sein. Und die anstehende Aufgabe. Ein Gedicht, natürlich. Gleich einer Pflaume ihre Liebe war, lag so süß in ihrem Magen und sie brach auf, wie wunderbar, die Liebe in die Welt zu tragen.
Ein Fluch ist in das Land gekommen, hat alles Leben schwarz verhüllt, hat allen alle Freud genommen und mit Verzweiflung sie erfüllt. Gut vorgetragen. Ein Schattenfluch ganz ohne Licht, doch stört es ihre Liebe nicht. Und so in mondendunkler Nacht, ohne Angst zum Fluch sie auf sich macht. Und nimmt ihn in die Arme, lacht. Gleich einer Pflaume ihre Liebe war, doch der Schmerz kam, er brannte, zerkaute ihr Fleisch, ihr Dasein gar. Sie tropfte, sie platzte, sie rannte. Liebe wie eine Pflaume, ein wunderschönes Gedicht. Und der Brief. Ich brauche die Schattendogge lebendig und unversehrt. Andernfalls erhaltet ihr bei eurer Rückkehr nach Baldur's Tor nur die Hälfte der ausgemachten Bezahlung. Ich habe großzügigerweise eine Menge Gold versteckt und alle notwendigen Güter zur Verfügung gestellt. Ihr sollt angeblich einer der besten Wilderer überhaupt sein. Ich hoffe um euer Willen, dass dies nicht übertrieben ist. Schlechte Nachrichten, er ist tot. Was lege ich jetzt da rein? War das jetzt das Gold da drin oder was? Ich weiß es nicht. Wer weiß, wo er das vergraben hat. Hier oben waren wir noch nicht. Da gehen wir doch mal kurz hoch. Ah ja, das ist hinter dem Gasthaus so ein kleiner, ja, Friedhof. Und ich bin überhaupt kein Grabräuber. Ich gucke nicht überall rein und schaue, ob sich das lohnt. Nein. Maybe I need more pockets. Aber hübsch. Mit den Blumen. Wenigstens ein bisschen grün, ein bisschen Licht in den Schatten. Offenes Grab. Wer macht denn sowas? Ich meine, wer plündert auf sowas? Das ist doch, also, unglaublich. Hm. Monster? Schutt. It won't budge. Too heavy. Zu schwer, Carla. Oh. Da wurde jemand verschüttet. Ja, ja, ich hab's gesehen. Aber gut, dass ihr mir das nochmal zeigt. Ich glaube, das habe ich noch nie vorher entdeckt. Das ist Schild der sengenden Vergeltung. Schildschlag. Wenn dich ein Gegner mit einem Nahkampfangriff trifft, kannst du deine Reaktion verwenden, um den Gegner umzustoßen, sodass er liegend ist. Sofern ihm kein Geschicklichkeitsrettungswurf gelingt. Immer wieder, ne? Ich liebe die deutsche Sprache. Geschicklichkeitsrettungswurf. Dieses ewig lange Wort. Zum Glück bin ich langsam in diese Wörter gehört. Lodernde Vergeltung. Einzige, die mit Schild kämpft bei uns. Allerdings hast du natürlich dein... Was ist besser? Fesselnder Schlag oder Schildschlag? Ich glaube Schildschlag fast schon vielleicht, ne? Ich meine beides gut. Wir können ihr auch mal... Wir probieren mal das ein bisschen aus. Warum nicht? Und das nehme ich dir auch noch ab. Und das nehme ich dir auch gerade schon mal ab. Na, lass mich anklicken. So, wir nehmen einen Alchemiebeutel. Sehr schön. Dann gehen wir Sachen verkaufen. Hier geht's genau über diese Brücke mit den Sprengminen, die uns aber nichts anhaben dürften. Die sind ja von den Hafnern zurück. Außer man latscht halt direkt rein, dann also
Gut gemacht, Leute. Ich habe nichts gesagt. Wir gehen Sachen verkaufen. Und dann gehen wir ins Lager. Und reden mal mit Helsin. Damon, hast du genug Geld? Can't sleep. So I might as well hammer. Need anything? Stimmt. Ist eigentlich mitten in der Nacht. Also, oder wahrscheinlich. Man weiß es ja nicht, weil es die ganze Zeit dunkel ist. Aber das ist bei Spielen irgendwie oft so, dass man einfach davon ausgeht, dass nachts auch die Leute alle noch da sind und aktiv. Und wo war das das erste Mal? Ich glaube bei Witcher, wo du halt öfters tatsächlich dann die NPCs hattest, die halt in ihrem Bett lagen. Dann musst du sie erstmal wecken, was ich eigentlich ganz cool fand. So, Steinchen kannst du, oh, du hast nicht mehr viel, das kannst du haben. Hiervon und ein bisschen davon und das war's auch schon. I'll be here if you need anything else. Hoffentlich hat die Quartiermeisterin mehr. Im Zweifelsfall muss ich es ihr schenken. See if there's anything you need. We don't know when the next blow might land. So, das Schild behalte ich trotzdem. Den Schild behalte ich trotzdem mal. Ich werde es nie lernen. Yay, wir sind alles losgeworden. Okay. Mit Toten sprechen. Wer weiß, braucht man vielleicht doch irgendwann mal. Ich behalte es auf jeden Fall im Inventar. Aber vielleicht bei mir, weil ich öfter Gruppenmitglieder auswechsel. Dann habe ich es dann, wenn ich es dann doch brauche, nicht dabei. Ich sollte es eigentlich öfter mal machen. Leider denke ich noch viel zu selten an solche Sachen. Man kann so viel in diesem Game tun, was irgendwie auch lustig ist. Und wo man vielleicht nicht immer so sofort dran denkt. Brauchen wir Heiltränke? Nicht wirklich, ne? Lasst mich gerade mal dieses Sumpfgrün mitnehmen, aus Gründen, die wir gleich noch sehen werden. Bei den Trank der überlegenen Heilung kann ich nicht machen. Ich hab ja Geld. Ich habe 18.000. Ich meine, was soll ich da damit machen? Mir ein Haus kaufen. Und ich glaube, Alchemiefeuer können wir eigentlich auch verkaufen. Ich glaube nicht, dass es noch irgendwie viel bringt. Das Brennen, ja gut, vielleicht gegen Gegner, die feuerempfindlich sind, aber ansonsten. Ich habe dir so viel Kram schon verkauft, ne? So durcheinander irgendwie. Das war auch so, okay. Nebelwolke, Beistand, ja, das war der Kram. Und ja, das nehmen wir gerade schon mal mit. Ah, du kannst trotzdem das Alchemiefeuer behalten. Ist ja nicht so, als bräuchte ich das Geld. So, haben wir tatsächlich alles verkauft. Der Wahnsinn. Dann hebe den Fluch auf. Hier. Helsin hat Thaniel aus dem Schattenfell gerettet, aber der Geist des Landes ist krank. Wenn wir helfen wollen, sollten wir mit Helsin reden. Das machen wir. Und Kratzer, du hast auch noch was für mich? The dog wags his tail, a small bag clenched between his teeth. Was hast du heute Schönes für mich? He gives in and surrenders his find to you. Mit Tieren sprechen. Ist das jetzt Zufall oder willst du mir irgendwas damit sagen? Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. Wir reden mal mit ihm, Moment. Wenn er mir das schon gibt. Auch wenn ich es natürlich nicht brauche. Ich kann das auch so. Hope you're keeping well, friend. Okay. Hat nichts Neues zu sagen. Oh, wir müssen auch Eulenbär mal wieder streicheln. Jetzt, wo wir Hund zweimal gestreichelt haben.
denn unser Eulenbär? Arabella, müssen wir auch mal gucken. Ich weiß, wie lange sie braucht, um den Schock zu verarbeiten. I don't believe it. They can't be. Breathe, child. Resist not the winds of change. Let them carry thee. No. No! Oh. Listen. Dost thou not hear it? Where creation meets ruin, where morning meets midnight, the root of all being, balance. They're dead! I can't! Balance! Your very soul is tangled in shadow, Arabella's magic, wild as cursed briar. Her talent is now yours, too. The girl must learn the ways of the arcane, but she shan't remain here. Ja, das Lager ist vielleicht nicht der beste Ort, aber wo soll sie denn hingehen? The Weave knows her purpose. It will guide her plainly, if she listens. Arabella holds a power beyond reckoning, that of the decaying forest and the seedling that bore it. But it is unbalanced. Her yoke is already heavy. If she walks thy path, it will surely break. Arabella will depart once thou dost leave these accursed lands. She will find her way safely. Thus, it is fated. Bowman, you're making me leave. Fear not, girl. Abandon not the weave, and it shall not abandon thee. Vertraue den Knochenmann. Genau, vertraue Lazarus. Wenn er sagt, sein Weg sicher ist, ist er es auch. I... You feel her grief fade as if it were your own. There is a lightness in her now, veiling the power within, soothing it. Is that my future? Is that why they died? It is. It's wonderful. Thank you, Bowman, for being nice. If there are people like you around, perhaps everything will be all right. Belohnung. Finde Arabellas Eltern. Lazarus ermutigte Arabella dazu, mehr über das Gewebe zu lernen. Sie ging, um ihren eigenen Weg in der Welt zu finden. Du erhältst einen Ring. Schattenklinge. Arabellas Schatten verstricken. Und die Schattenklinge, ich weiß nicht, ob ich die haben will. Eins der Relikte der rebellischen Kinder von Duera der Tiefen. Vor langer Zeit zeigte Duera die Tiefe, die Tochter des mürrischen Gottes Laduquer, in einem unheilvollen Reich namens Hammergrim unzählige Nachfahren für ihren seltsamen Korundthron. Natürlich. Ich kann es gerade mal anlegen. Das ist ein Illusionszauber, wie ein schattenartiges Kurzschwert mit 2 bis 16 psychischer Schaden. Ich weiß nicht, ob ich die haben will. Kannst du mir gerade mal zeigen? Machst du das zusätzlich zu meinem Adamantschwert? Sieht fast so aus, ne? Ich meine, es hätte, ja genau, es ersetzt. Ah, es ersetzt das. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Allerdings, mein Ritualdolch wäre
Fluss ziehen. Sieht fast so aus, als wäre das besser, oder? So allein, also zumindest vom Schaden her. Gucken wir mal. So, ich wollte, genau, wollen wir streichen, da ist er ja. Und mit Helsin reden. I should speak up. You smell very delicious, but I will not bite you. Das haben wir alles schon mal gesagt, wir streicheln nur. Vielleicht will ich doch diese Schattenklinge. Ich liebe es, wenn ich immer alle 2 Sekunden meine Meinung ändere. Ach nee, das will ich nicht haben. Oh, vielleicht will ich es doch. Wir können gleich Helsin mitnehmen. Die Sache ist nur, ich weiß nicht, wen ich rausschmeißen soll dafür. Ich hätte Karlach halt schon echt gerne mit drin, mal wieder eine Weile. Und Schattenherz ist natürlich in den Schattenlanden vom Vorteil und sie hat später noch ihre eigene Quest hier. Spätestens dann muss ich sie wieder reinnehmen. Astarion, ich kann halt sehr gut mit ihm umgehen und er hat halt doch mehr Fingerfertigkeit als ich. Das ist immer so das, ne? wo ist denn... Falsch. Ich habe +3. Weil ich ja doch hier und da Schlösser hatte, die, mit denen ich dann doch nicht klar kam, ne? Hat halt +9, dieser Unterschied. Can't give up now. Druide statt Klerikerin? Dann, ich habe ja halt auch gerade das neue Schild gegeben. Den neuen Schild. Oh mein Gott, das ist so schwierig. Ich brauche echt einen, wenn man nur einen Platz mehr hätte. Mehr will ich gar nicht, nur einen Platz mehr. mach mich fertig. Shah's blessings upon you. Ach ja, erinnert euch daran, als ihr mir gesagt habt, dass die Nachtorchidee eure Lieblingsblume ist? Rings a bell? Why? Weil ich eine habe. Oh, hells. You didn't pick that by hand, did you? They're deadly poisonous. Joking! They're safe. And beautiful. Thank you. Beinahe drauf reingefallen. I don't have anything to give you in return, I'm afraid. Ist nur ein Symbol. Ich erwarte nichts als Gegenleistung. Well, perhaps I can come up with something later. All the same. Ja, aber leider musst du jetzt hier bleiben. If you're sure. Fine. I'll light on my feet. Tja, wenn ich nur einen Platz mehr hätte. Wieso bin ich denn jetzt schon wieder überladen? Achso, ich war die ganze Zeit schon wegen. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ich habe ja gesagt, es ist okay, weil wir ihm jetzt Sachen geben. Thaniel is resting, but it's no easy slumber. I discovered what's wrong with him. The shadows rendered him in two when they bore him away to the Shadowfell. Half of his essence remained here, amidst the curse. What stayed behind would have been the strongest part of him. But after all these years left in the darkness, corruption must have taken hold. Sag mir, wie ich helfen kann. It's both simple and not. We need to find Thaniel's missing half and make him whole again. Only the missing half may not come willingly. The curse will have sunk its tendrils deep, twisting Thaniel's essence into something else. Ihr lasst mich also nach der Nadel im Heuhaufen suchen, bei Dunkelheit. Irgendwelche Ideen, wie diese fehlende Hälfte zu finden ist? No matter how it's been twisted by the shadows, it is still part of Thaniel's essence. It will resemble him somehow and may show signs of his power. Look for signs of life in the darkness. Wildflowers where everything else is dead.
The curse cannot subdue the power Thaniel bears. Not entirely. In fact, I saw just the sword before. Not long after we first came within reach of the Shadow Curse. Fool that I am, I did not grasp their significance at the time. There is a ruin some way outside of Last Light. I caught a glimpse of fresh blooms there, but did not investigate further. I shall mark it upon your map. Gut, überlass das mir. This doesn't have to be your burden alone. Every moment counts, and I've asked much of you already without being at your side. If you want me, I'm yours. Against the curse, against the absolute. Anything. Just say the word. Dann kommt mit mir. Good. Now our roots can deepen. Together. Schön, schön. Helsin darf jetzt auch erstmal ganz viele Level-Ups machen und ich nehme doch Schattenherz mit und schmeiß Astarion raus. Ich muss halt jetzt Schlüssel finden. Oder den... Hatte ich nicht mal einen Ring oder sowas, was Geschicklichkeit gibt? Ich wüsste, wen ich das verkauft habe. So, ich gebe dir das mal. Und das hier. Ja, warum nicht mit Toten sprechen? Kannst du haben. Den Ring, den ich gerade nicht benutze, kannst du haben. Denn seine Rüstung sieht sehr cool aus, aber ich gebe ihm einen Rüstungswert mehr. Mit, du bist mit der Kraft des Wissens. Der Kraft des Wissens, das vielleicht auch. Du bist mit der Kraft der Wiesen und Wälder des Landes verbunden und verfügst über Rindenhaut und deine Rüstungsklasse erhöht sich auf 16. Und das ist unser schönes Geschossfang-Dingen, was ich ja die ganze Zeit sowieso einsetzen wollte. Und wir brauchen noch eine Waffe für ihn. Denn... Dieser Kampfstab, das können wir doch besser. Ich probiere mal ohne Astarion eine Weile auszukommen. Ich bereue es jetzt schon. I think I'll enjoy traveling with Halsin. Not for his wit or wisdom. He'll just make an excellent shield if we're attacked. Wie wär's, wenn du hier bleibst, dann brauchst du auch kein Schild. Oh, darling, I'm hurt. I guess I'll spend my evenings lounging here. Well, you do all the hard work. It sounds awful. So. Und dann kann Schattenherz wieder mitkommen. Der ist ja auch schon lange nicht mehr dabei, ne? I need a moment for the two of us. It's about time Halsin actually stepped up and joined us properly. He's certainly been taking up space at camp for long enough. Unser Camp ist groß genug. Komm mit. All right. Some company wouldn't hurt on the road, especially if there's trouble. So. Ah, hier ist die Nachtorchidee. Die kannst du gerne im Inventar behalten. So, jetzt aber. Erstmal die Fackel. Na gut. Ich muss das hier neu sortieren. Oh mein Gott, das sehe ich jetzt schon. Das wird jetzt alles ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen und ich werde das mit Sicherheit entsprechend zusammenschneiden. Unterklasse Zirkel des Mondes. Will ich das oder will ich was anderes? Zirkel des Landes? Was macht es denn für einen Unterschied? Die Druiden des Zirkels zapfen mächtige Magie an, welche durch die Erde fließt. Sind das andere Tiergestalten oder sowas? Aktionen? Zauberplätze auffüllen?
Hier ist Mondheilung und die Bärengestalt. Und beim Spornzirkel. Ach, das war das. Ah, ne, ich lasse bei ihm was mit dem Mond, das gefällt mir. So, ganz viele Zauber. Noch ein Zauber. Und ein Talent. Wachsam, da würde wahrscheinlich als erster bei Kämpfen drankommen. Könnte er sich zumindest direkt verwandeln. Ich lasse erstmal wachsam bei ihm. Mehr Zauber. Noch zwei weitere Tiergestalten, Eulenbär und Panther. Noch mehr Zauber. Und Säbelzahntiger. Cool. Ich mag immer, dass wenigstens sie eine Sache haben, wo sie ab und zu mal bei Angriffen im Vorteil sind, irgendwie halt so ausweichen können, ein Schild kriegen, also so eine Reaktion irgendwie. Oder eben sowas wie Wächter. Aber wir haben ja Karlach dabei, der müsste eigentlich Wächter sein. Gewölbeforscher fand ich natürlich auch ganz witzig. Bei Wahrnehmung Vorteil und gut im Fallen vermeiden. Ja, komm, ich hatte das noch nie. Ich nehme das mal. So, dann muss ich erstmal hier unten alles sortieren. Das heißt, ich schmeiß erst alles raus und mache das neu. Das wird jetzt auch nochmal einen Moment dauern. So, ich habe jetzt bei ihm erstmal seine Standardzaubertricks, dann Mondstrahl, Eissturm und Eismesser, weil die zwei könnte ich ja nicht zusammenpacken. Donnerwoge, Feenfeuer, Verwandeln, zwei Sachen zur Heilung, Dornwuchs, Plage und Waldkreatur beschwören. Und hier kann er sich in seinen Tiergestalt und seinen Höhlenbär verwandeln. Dann schauen wir mal, das könnte vielleicht ganz gut gehen so. Rindenhaut bekommt er durch die Rüstung. Jetzt brauchen wir nur noch eine Waffe. Und ich hatte extra dieses Grün hier. Das sieht dann ein bisschen besser aus, diese Rüstung. Handschuhe noch passend dazu machen. Finde ich ein bisschen besser als das Braun. Dann guck mal in die Reisetruhe, ob wir noch was für dich haben. Einen Bogen brauchst du eigentlich nicht, dafür hast du ja Magie. Und ich könnte ihm erstmal das Blitzgeschnatter geben, diesen Speer von den Fischleuten. Ansonsten sehe ich da jetzt nicht, dass den kann ich mal verkaufen. Wenn ich da nicht sofort wieder überladen wäre. Ne? Wie ist denn mit dir? Kannst du das eigentlich benutzen? Nicht, dass ich bei dir das lernt jetzt irgendwie auch nicht. So. What's next? Ja, das Ding sieht auch gar nicht monströs aus. Schön. Gut, dann still breathing, despite everything. Machen wir uns jetzt auf die Suche nach Helsins, nach Thaniels anderer Hälfte sozusagen.
legen vorher. Ja, wir legen noch eine lange Rast gerade ein. Ah, die Schattenklinge braucht Konzentration, auch gut zu wissen. Was war jetzt hier? Wieso habe ich hier eine Lücke? Wegen dem anderen Dolch? Ach so, ja, weil das nochmal diesen Zweihandangriff macht. Habe ich mit der Schattenklinge aber auch. Genau, okay. Dann, ein Blick auf die Karte zeigt uns, dass wir da unten hin müssen. Haus in den tiefen Schatten. Das war ja die Ecke, besagte, die ich ausgelassen habe. Genau aus dem Grund, weil es eben storyrelevant ist. Once you could hear nature's symphony in this place. Now it is quiet. Quiet and dead. I can make some animal noises, if it will make you feel more at home. Ja, Schattenherz, bitte mach dir Geräusche. You bleed well enough as it is. How much further can I go? Burn. So, es speichert hier uns auch schon. Das ist gut, weil ich habe vergessen zu speichern. Und ab und zu plöken, man hört schon ein Kind. Essen. Geschenke haben echt immer gute Sachen dabei, inklusive Essen. So, hier haben wir die Blümchen. Und da drin das Kind. Und ich habe dich gesehen mit meinem unechten Auge. Nobody beats me at hide and seek. That's him. Like an echo of Thaniel, remolded by the curse. We need him if we're to put a stop to all of this. Will you play with me? Wenn Helsin noch lauter flüstert, die flüstern mehr. Puh, das war laut immer. Spielen, Kinder haben hier nichts verloren. Bade, ich kann euch ein Liedchen spielen. Würde euch das gefallen? Not that kind of playing, silly. I want to play a game. It'll be really fun. Let me show you. Du möchtest spielen? Na schön. Hm. Hast du sonst niemanden, mit dem du spielen kannst? Offensichtlich nicht. Ich weiß, wer du wirklich bist. Wo du wirklich hingehörst. Du musst wieder zu Thaniel. Spoil sport. I'm not going back. I like it here. I've made a family for myself. I get to play all the time. Ob es dir gefällt oder nicht, du gehst dir nicht hin. Mach es nicht noch schwieriger. Dich auf ihn stürzen. Ja, ob es gefällt oder nicht, leider gehst du hier nicht hin. Yes, I do. You can't make me do anything. I don't want to play with you anymore. He's fled. We need to track him down. Wherever the curse is the strongest, that's where he'll go. That's where he'll feel safe. Ja, er hat hier ein Schattenportal geöffnet. Dadurch folgen wir ihm auch gleich, nachdem ich alles gelootet habe. Ich habe keine Dietriche dabei. Echt? Ich hatte doch sonst immer. Ich habe 5 Entschärfungsdinges. Och nö, muss ich jetzt erst. Ich muss gerade Astarion kurz in die Gruppe holen. Mir das Diebeswerkzeug schnappen und dann wieder rauswerfen. Großartig. Das, ja, Moment. Okay, nichts passiert. Gar nichts vorgefallen. Diebeswerkzeug. So, 10. Vielleicht schaffe ich das ja.
Okay, ich hätte ihm gar nicht göttliche Führung geben müssen, wenn ich Schattenherz dabei habe. Egal. 8. Ich bereue es jetzt schon, Astara nicht dabei zu haben. Und hier haben wir den Ring der mentalen Befangenheit. Wenn ein Gegner bei einem Rettungswurf gegen einen der Zauberer oder einen deiner Aktionen scheitert, erleidet er 2 Züge lang mentale Erschöpfung. Ja, du hast doch noch hier ein Plätzchen frei, dann geben wir dir das doch. Schön. Okay, außerdem findet man hier auch den Stoffeulenbier. Den ich immer gerne dabei habe. Ich möchte ihn als Merch. Larian, ich möchte ihn als Merch. Gib ihn uns. Okay. Durchs Portal und dem Oliver heißt er, glaube ich, hinterher. Und direkt rein in den Kampf. Mit ihm. Er ist allerdings von der Nachtkuppel geschützt. Die müssen wir nach und nach zerstören. Dann haben wir hier rechts Mama, beste Mami aller Zeiten. Und hier links haben wir Papa, stärkster Papa aller Zeiten. Das ist seine Familie. Ja. Wir dürfen ihm natürlich nicht wehtun, aber wir müssen auch nur der Kuppel wehtun. Und Mami und Papi. So, unser Druide. Stimmt, Stäbe und Knüppel. Das heißt, bei Gelegenheit geben wir ihm einen Stab. Statt dem Dreizack-Dingens-Speer, was auch immer das ist. Oder wir verwandeln uns direkt. Beim Mondstrahl interessiert mich auch mal. Ich will erstmal alles ausprobieren. Ich will alles auf einmal. Waldkreatur beschwören. Was nehmen wir denn mal? Säbelzahntiger. Hallo. Großes Kätzchen. Gefällt mir. I'll make my own fun if I have to. And my own friends. Ja, mehr Freunde. Schattenfreunde. Komischerweise alle so aussehen wie er. Aber wir konzentrieren uns auf die Größeren. Auf Mama und Papa. Kommst du da gerade so nicht mehr ran? Großartig. Blood comes easy these days. Ach ja, stimmt. Ich kann ja Arabellas Verstricken nehmen. Habe ich schon wieder meine Klinge verloren? Ah, warte mal, wenn... Braucht die Flöte Konzentration? Müssen wir gleich mal gucken, weil dann ist nämlich die Schattenklinge für mich echt komplett unnötig. Lodernde Vergeltung. Kauere dich hinter deinem Schild zusammen, um deine Rüstungsklasse um 1 zu erhöhen und Angreifer, die dich verfehlen, senkende Vergeltung regnen zu lassen. Witzig. Okay. Kannte ich auch noch nicht. Finde ich gut. So, ich habe hier auch Rüstung zerfetzen. Ja gut, du hast wahrscheinlich keine Rüstung. Halsaderschlag. Hast du wahrscheinlich auch nicht, aber ist egal, ich wollte es machen. Ich mag Säbelzahntiger jetzt schon. Want to play? Let me show you my face.
Was ist denn dein Lieblingsspielzeug? Ja. Ein Schattenstofftier. Ein Schatten-Eulenbär. Ich verstehe. Hinterher. Bisschen die Mama hauen. So, jetzt lass mich gerade noch mal gucken. Ne, mein Bannlied braucht keine Konzentration. Gut. Allerdings, meine Schattenklinge habe ich trotzdem verloren. Der Nachteil ist, wenn ich jetzt meine Schattenklinge verliere, dass ich dann jedes Mal das nochmal auswählen müsste. Weiß ich noch nicht, ne? Was machen wir denn mit euch? Papas Standpauke. Schön. So, ich hätte dir vielleicht ein Schild geben können. Oh oh. So, Säbelzahntiger gegen Schattenstofftier. Noch mehr Freunde. So, ich brauche Heilung. Wie ich oft Gegner immer mit einem Lebenspunkt übrig lasse, ne? So, die Nachtkuppel hat nur noch 80 Leben damit. Das heißt, es fehlt eigentlich nur noch Papa und dann ist es, glaube ich, kaputt, das Ding. Mal wieder zurück. Hast du gut gemacht. Why can't I just stay here, playing? I had everything I've ever wanted, right here!
and you've ruined it. I'm not leaving. You can't make me. Be gentle. He's much more than a child, but he doesn't truly know that. Du musst nicht verschwinden, du musst Daniel deine Stärke leihen. Du bist nur ein diebischer Schatten, der sich für ein Kind hält. Das wird bestimmt gut funktionieren. Du hast, was du willst, aber nicht das, was du brauchst. Daniel, er ist dein Freund, dein Bruder. Er ist du. Es sterben Leute, weil du dich amüsieren willst, Kleiner. Redet mit ihm, Helsin. Ihr wisst besser als alle anderen, was gesagt werden muss. It shall be done. Oliver, nobody is making you leave. This is your home. But it is dark, empty, lonely. I don't want you to be alone. I want you to be with Thaniel. Why should I go back to him? He abandoned me. No, you were stolen from each other. Neither of you are to blame. And I know your pain. I truly do. Thaniel was my friend also. I played with him, grew up while he stayed the same. He made me who I am today. And then he was ripped away from me. Same as for you. But you need not be alone any longer. You need not invent friends. Thaniel is back. He is waiting for you. Fine. I'll do it. It might be nice to be with him again. Bye. And thank you for playing with me. Ja, war mir eine Freude. It's done, at last. Soon the land will be unshrouded. We should return to Thaniel when we can. Ja. Verbündete versammeln. Jetzt haben wir, genau, rekrutiere Verbündete im Kampf gegen den Kult. Wir haben Helsin jetzt an unserer Seite und wir haben Schattenherz ihre Lieblingsblume geschenkt. Haben das mit Arabellas Eltern gemacht. Und sollten jetzt noch einmal mit Daniel reden. Wieso leuchtet das so cool hier? Und genau, das hier ist der Ort, wo wir vorher schon waren. Mit den Tafeln. Das heißt, wir gehen nochmal kurz ins Lager zurück. Und reden hier mit dem Kind. Weil, ne, ob der überhaupt noch ein Kind ist. The Druid Helsin spoke to me while I was sleeping. He spoke of you. Said that you fought shadow and spite to restore me. The 100 years of sickness almost ended. I feel every root that riddles the earth beginning to unfold. But there is one anchor, still holding the shadows in place. The soul that brought it into being, for the land to heal. Kethric Thorm must die. Ja, damit haben wir kein Problem. Kethric Thorm wird sterben. Das heißt, wir begeben uns auch dann langsam Richtung Mondaufgang. Wir haben da noch so zwei Stationen vorne dran, würde ich jetzt mal sagen, die wir da auf dem Weg mitnehmen. Ich rede nur mal ganz kurz mit Helsin. Oakfather preserve you. Wisst ihr was? Wir können einiges mit ihm besprechen, das heißt, das machen wir vielleicht dann zu Beginn der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.